Gestern war mal wieder ein wunderbares Beispiel, was wirklich zählt. Für die Aktienmärkte ist man da beeindruckt durch den Ukraine-Krieg. Ein bisschen ist man beeindruckt durch die gestern weiter verschärften, in Richtung eines totalen Wirtschaftskriegs verschärften Sanktionen durch westliche Länder. Ja, ein bisschen, aber nicht allzu sehr. Aber sobald die Fed androhte, die Liquidität zu entziehen, dann bekommt man schlechte Laune. Dann sind die Junkies sozusagen direkt vom Drogenentzug betroffen. Mithin haben sie also dann eine etwas unschöne Perspektive aus ihrer Sicht und dann beginnt es ungemütlich zu werden und so sahen wir gestern deutliche Verluste an den Märkten, die wir uns hier mal anschauen, vor allem der Nasdaq mit über 2% im Minus, also genau das Gegenteil, was vorgestern passiert ist, da war der Nasdaq der stärkste Index, die anderen Indizes weniger stark, gestern fielen die anderen Indizes wie etwa der Dow Jones weniger stark als der Nasdaq und wenn wir uns mal die Sektoren hier anschauen, die oben waren, die also noch einigermaßen gelaufen sind, Utilities, Versorger, also defensiver Wert oder defensive Kategorie, Healthcare und Consumer Staples, also die drei defensiven ganz oben und unten sahen wir Technology and Consumer Discretionary, also diese offensiven Risk-On-Sektoren, die wurden gestern abverkauft, der VIX mit einem leichten Sprung, die Vola von 13% und wir sehen, es waren auch die Dickfische, die vorgestern die Rallye angeführt haben, die gestern unter Druck gewesen sind. Eine Apple 2%, eine Google 1,5%, wie Sven Hendrik hier süffisante bemerkt. Sind solche Aktien wie United Health oder Johnson & Johnson noch gut gelaufen? An Tagen, an denen die Märkte fallen, steigen die Werte, steigen die Aktien der Unternehmen, die Kopfschmerztabletten verkaufen. Das ist durchaus auf den Punkt. Warum war die Wall Street so verstimmt? Nun, es ist Liquidität, Liquidität, Liquidität. Die Fed hat schon mehrfach klar gemacht, dass sie jetzt die Geldpolitik massiv strafen wird. Aber die Märkte wollen noch ein bisschen spielen. Man will noch das Szenario aus den Vorjahren weiter tanzen, sozusagen. Man tanzt seinen Namen in alter Waldorfart und sagt sich, was habe ich denn mit der Realität da draußen zu tun? Und die Realität drin aber ist, dass die Fed jetzt den Geldhahn zudreht. Gestern Brainard, immerhin Vizechefin ja der US-Notenbank. This is of paramount importance to get inflation down. Also gigantisch wichtig, die Inflation nach unten zu kriegen. Will continue tightening monetary policy durch eine Serie von Zinsanhebungen und by starting to reduce the balance sheet at a rapid pace as soon as our May meeting. Also im Mai geht's los mit der Bilanzreduzierung und die wird schnell passieren. Und das mögen die Märkte nicht, wenn man Charts übereinander legt. S&P 500 und die Bilanz der Fed ziemlich gleich laufen. Dementsprechend könnte es ja sein, dass wenn die Bilanz schrumpft, dann vielleicht auch der S&P 500 nicht mehr steigt. Und dann hat Brainard noch etwas getan, was man natürlich nicht tun darf aus Sicht der Märkte. Sie kennen vielleicht ja den Film Das Leben des Brian von Monty Python. Da ist es ja absolut verboten, praktisch den Namen Jesus zu sagen. Man darf es schlichtweg nicht sagen, sonst wird man gesteinigt. Jehova, dementsprechend nicht Jesus, sondern Jehova, das ist eine hebräische Form, die sozusagen durchaus umstritten ist. By the way, das Hebräische kennt ja nur Konsonanten, eigentlich keine Vokale. Dementsprechend war es sozusagen eine reine Interpretationsfrage, da ein E, ein O und ein A reinzumachen. Schwamm drüber. Jedenfalls dürfen die im Leben des Brian nicht Jehova sagen. Und so darf eine Notenbankerin eben auch nicht den Namen Paul Volcker erwähnen. Denn Paul Volcker war es, der in den 70er Jahren auf diese massive Inflation mit massiv rigiden Maßnahmen reagiert hat, Bilanzreduzierung, Verknappung der Geldmenge, massiven Zinsanstieg bis auf 20% und dann war die Inflation besiegt und das war eben das, was die Märkte gestern überhaupt nicht hören wollten von Lael Brainard, zumal die ja eigentlich, wie wir hier sehen, auf der dovischen Seite der Agenda ist, nur Neil Kashkari, der Agassi für Arme, der sozusagen die Inflation lange geleugnet hat und jetzt so ein bisschen was machen will. Das ist eine absolute Witzfigur. Sie war sozusagen zweitdorfisches Mitglied, so hier in einer Aufstellung. Aber das, was sie gestern gesagt hat, vor allem was sie sagt, seit sie jetzt der FED-Vizechefin ist oder nominiert ist, das
unterscheidet sich sehr, sehr stark, ebenso wie das, was Powell seit dem November sagt, seit er wieder nominiert wurde als Fed-Chef. Es besteht der Auftrag von Joe Biden, bringt mir die Inflation nach unten. Warum ist das für die Politik so wichtig, für den US-Präsidenten so wichtig? Schlichtweg, weil natürlich die Niedrigverdiener, die Masse der Leute von Inflation stärker betroffen ist. Wenn hier zum Beispiel in Deutschland der Liter Super über 2 Euro kostet, dann tut das einem geringeren Einkommen oder einem mittleren Einkommen deutlich mehr weh als jemand, der Gutverdiener ist, über 100.000 Euro. Und dann sagt er sich, ja gut, sind ein paar Euro, aber für die anderen wird es eben immer knapper und das ist tendenziell die Mehrheit. Deswegen ist das für die Politik so wichtig. Deswegen der Auftrag an die Fed, eben hier so zu agieren. Und was die Fed will, ist die Financial Conditions zu strafen. Und diese Financial Conditions, die hatten sich wieder deutlich laxer gestaltet mit dieser Aktienrally, die wir gesehen hatten seit dem März. Und das ist eben dieser von Goldman Sachs ermittelte Financial Condition Index. Und der ist laxer geworden, trotzdem die Fed hawkisch ist. Wir werden heute das FOMC-Protokoll sehen, also das Protokoll der Sitzung, als die Fed im März jetzt das erste Mal die Zinsen angehoben hat. Bin mal gespannt, wie man darauf reagiert. Wahrscheinlich ist jetzt die Katze schon aus dem Sack, die Fed ist ultra hawkisch. Und wird möglicherweise schon, wenn nächste Woche Dienstag die Inflationsdaten CPI kommen und weiter steigen, vielleicht sogar eine Notzinsanhebung machen. Wir werden sehen. Jedenfalls haben die Märkte massiv darauf reagiert, auf das gestrige Geschehen, auf die gestrigen Aussagen durch Lael Brainard. Die 10-jährige Anleiherendite in den USA mit dem größten Sprung seit dem Corona-Crash, nämlich seit März 2020. Und wir sehen, was interessant ist, dass die Zinskurve, die sich vorher invertiert hatte bei der 2- und 10-jährigen US-Staatsanleihe, jetzt deutlich steiler geworden wieder. Man sagt ja, okay, die Inversion der Zinskurve deutet eine Rezession an, aber wenn die Kurve dann praktisch aus der Inversion rauskommt und wieder steiler wird, dann wird es ein bisschen ungemütlich für die Märkte. Diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. Stocks only go up, aber going up sind vor allem derzeit die Renditen. Hier die 10-jährige Staatsanleiherendite weiter gestiegen, gestern noch bei 2,55%, wie gesagt, mit dem größten Anstieg seit März 2020. Jetzt aktuell 2,63%, also weitere 8 Basispunkte. Und wir sehen, dass der Dollarindex aus dieser Konsolidierungszone ausgebrochen ist, nach oben ausgebrochen ist. Es deutet sich an, dass wir durchaus rapide eine Rendite von 3,0% sehen könnten, wie oben in diesem Chart dargestellt, dass also der Weg da nicht mehr allzu weit ist. Und es geht jetzt um was? Wir sehen hier diesen langfristigen Aufwärtstrend von TLT. Das ist praktisch ein ETF auf länger laufende Anleihen. Jedenfalls sehen wir, dass hier jetzt wirklich ein jahrzehntelanger Trend auf dem Spiel steht. Fallende Renditen und steigende Anleihekurse. Das könnte jetzt sozusagen genau in sein Gegenteil verkehrt werden. Kein Wunder bei dieser Inflation. Die ist ja auch so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und jetzt gucken wir oben mal auf einen interessanten Chartvergleich, den Michael Silver ausgegraben hat. Das ist der Nasdaq im Jahr 2008. Links und rechts sehen wir den Nasdaq derzeit. Wir sehen also hier so eine Schwächephase, dann der Ausbruch, negative, positive Divergenz oben im RSI, also man ist überverkauft ein bisschen, viel Negativität im Markt, dann schießt es nach oben. Wie ist es 2008 ausgegangen? Super geil, weil 3 Jahre später sind die Kurse ja wieder gestiegen. Nein, also macht euch keine Sorgen. Wir sehen, dass gestern Transportwerte, gestern EYT, also EYT, ist das ETF hier, 2,7% gefallen sind, Semiconductors 5,6% gefallen sind, Investment-Grade-Bonds unter Druck. Wir sehen, dass in den letzten Tagen und Wochen die Banken unter Druck waren, auch durch die Verflachung und dann folgende Inversion der Zinskurve. Schlecht für die Banken, Fristentransformation. Je größer der Abstand der Renditen ist zwischen den Laufzeiten, umso besser für Banken, umso größer die Marge. Gestern, wie gesagt, Versteilung der Zinskurve, deswegen haben sich die Banken wieder etwas besser gehalten. Aber das ist schon ziemlich angeschlagen, was wir da sehen. Und hier nochmal der NYSE, das ist praktisch die Summe der amerikanischen Aktien, könnte man sagen. Alles, was an der New York Stock Exchange notiert ist, an Aktien. Hier sehen wir oben einen Chart von
Sven Henrik, der ist man jahrelang, im Prinzip hat man sich an diesem Aufwärtstrend entlang gehangelt, an dieser oberen Aufwärtstrendlinie und ist gestern mit einem kleinen Trendbruch aufgefallen. Möglicherweise liegt das Ziel dieser Formation jetzt auf dem Februarhoch 2020, also an dem Punkt, bevor der Corona-Crash einsetzte, da waren wir ja auch auf Allzeithoch. Wir drohen also auf ein ehemaliges Allzeithoch zu fallen und das wäre natürlich eine totale Katastrophe, meine Damen und Herren. Dann kam ja die Notenbanken, Corona-Crash, Notenbankenintervention, Liquidität. Jetzt passiert ja genau das Gegenteil, soll passieren, Entzug der Liquidität. Und so sagt eben Mike Wilson von Morgan Stanley gestern schon, diese Bärenmarkt-Rally, Bear Market Rally is over, wird also jetzt in eine Korrektur münden. Wir werden sehen, ob das passiert. Gestern zumindest ist es passiert. Und interessant auch dieser Blick auf den Hausmarkt in den USA. Wir sehen oben praktisch den Hausmarkt, der schon länger unter Druck ist, oder die US-Immobilienaktien, die schon lange unter Druck sind, während der S&P 500 weiter steigt. Woran liegt das? Nun, das verfügbare Einkommen der Amerikaner fällt, weil die Inflation sozusagen die Lohnsteigerungen mehr als auffrisst. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Sparquote jetzt tiefer ist als vor dem Corona-Crash, also vor Helikoptergeld, und wir schenken euch alles, was nicht auf den Baum kommt. Dementsprechend wird der Konsument ein Problem bekommen. Wir sehen jetzt, dass die Mortgage Rates deutlich steigen, 30-jährige Mortgage Rates jetzt über 5% gestiegen. Das ging alles sehr, sehr schnell. Das wird seine Spuren hinterlassen. Und dementsprechend sagt Sven Henrik zu Recht, nicht mal Paul Volcker, Jehova war in der Lage, sozusagen eine Bekämpfung der Inflation, ein Soft Landing zumindest zu erreichen der Wirtschaft, also eine sanfte Landung der Wirtschaft. Damals war das Verhältnis der Aktienmärkte zum BIP bei 40% und die Schulden bei 30% des BIP. Heute sind wir bei Aktienmärkte zu BIP 190% und Verschuldung zu BIP 124%. Dementsprechend wird auch die Fed das nicht schaffen. Und sie weiß wahrscheinlich, dass sie das nicht schaffen kann und wird, dass die USA in eine Rezession fallen. Gestern ja die Deutsche Bank mit der Aussage, die Rezession wird kommen, wenn auch nur kurz. Mal gucken, je länger der Krieg dauert in der Ukraine, umso größer die Wahrscheinlichkeit einer längeren Rezession. Aber es ist vielleicht auch so, dass die Fed jetzt nochmal versucht, die Zinsen ein bisschen anzuheben, um sie dann zu senken. Aber sie kommt vor allem über die Financial Conditions durch Straffung der Bilanzsumme. Das ist der entscheidende Trigger, meine Damen und Herren. Die Fed wird die Zinsen nicht unendlich anheben können angesichts dieser Verschuldung, aber die Bilanzsumme kann sie massiv runterfahren. Und das ist das, was den Märkten wehtut. Die Player am Markt, die Firmen werden jetzt schon vorsichtiger. Hier sehen wir mal, dass die Buybacks jetzt so gering sind wie seit 5 Jahren nicht mehr im ersten Quartal 2022. Und in den letzten Jahren war es so, dass 40% aller Zugewinne im S&P 500 eben ausgelöst wurden durch Buybacks, also durch Rückkäufe von Aktien, eigener Aktien durch Unternehmen, die damit das Angebot an Aktien verknappen, was den Aktienpreis tendenziell steigen lässt. Jetzt sind wir aber in der Blackout Period, also in der Periode, wo fast alle S&P 500 Unternehmen keine eigenen Aktien mehr zurückkaufen dürfen, jetzt angesichts der bevorstehenden Berichtssaison. Aber es gibt natürlich auch, meine Damen und Herren, bullische Faktoren, nicht, dass Sie das missverstehen, Stocks always und only go up. Dementsprechend negatives Sentiment und Positionierung bullisch. Wir haben den Markt gesehen, dass er über den 200-Tages-Durchschnitt wieder sich hat hangeln können. Auch das bullish, und Stocks tend to advancing during initial rate hikes. Also in der Regel steigen die Aktienmärkte nochmal nach anfänglichen Zinsanhebungen. Aber da gibt es ein kleines Gegenargument. Das tun sie, wenn die Wirtschaft sich erholt. Wir dürfen aber jetzt eine tendenzielle Abkühlung der US-Wirtschaft sehen bei gleichzeitiger Zinsanhebung durch die Fed. Der bärische Case ist, wir haben miserable Liquidität, vor allem bei dieser Rally gesehen, bei dieser Bärenmarkt-Rally gesehen. Die Earnings werden schlechter werden, das wird die Earnings Season zeigen, und vor allem eben die Geldpolitik der Fed wird deutlich rigider. Meine Damen und Herren, ich will Sie auf etwas vorbereiten. Wir sehen wahrscheinlich sehr, sehr bald eine massive Bewegung bei Öl. Das ist hier so eine wunderbare Trompete, die normalerweise zu einer krassen Bewegung führt. Würde das Ganze in Trendrichtung passieren, der Trend bei Öl ist nach wie vor nach oben, trotz dieser Korrektur, die wir gesehen haben, dann geht das deutlich nach oben. Vielleicht werden die Russen irgendwelche Sanktionen verkünden, sagen, wir liefern kein Öl mehr, keine Ahnung.
Oder es geht auch nach unten, auch das ist möglich, vielleicht wegen China. Wir sehen hier miserable Daten aus China, Kaixin Einkaufsmanager Index Service 42,0, das ist die schlechteste Zahl seit dem Corona-Lockdown-Crash. Erwartet war 49,7, also fast eine Stagnation, aber 42 ist schon ein Desasterwert. Composite 43,9, Shanghai jetzt mit 17.000 neuen Corona-Fällen. Das ist der größte Anstieg, den China je erlebt hat, seit eben Corona in der Welt ist. 26 Millionen Menschen ja im Lockdown. Gestern hatte ich auf einen Artikel verwiesen, hervorragend. Eindrücke eines Augenzeugen, da rumort es in der Stadt, die Leute sind total genervt, in China insgesamt über 20.000 Fälle, wir sehen, wie das nach oben geht. Und das heißt natürlich weniger Ölnachfrage, alleine hier derzeit im Lockdown mehr als ein Fünftel des gesamten BIPs derzeit im Lockdown in China, eben mit Shanghai und ein paar anderen Städten, übrigens jetzt 60 Städte in China haben die Beschränkungen bei Immobilienkäufen aufgehoben oder ein bisschen laxer gestaltet, weil eben der Immobilienmarkt absäuft. Man will das verhindern. Bei uns säuft vielleicht die Autoindustrie ab. Hier sehen wir, VW wird sich jetzt offenkundig nur noch auf deutlich teure Modelle fokussieren, weil da die Marge noch drin ist und weil man zu wenig Chips hat etc. etc. Wir sehen, dass die Autoproduktion massiv rückläufig ist in Deutschland. Binnen 6 Jahren hat sie sich halbiert. Und es sieht jetzt nicht gut aus, vor allem auch durch den Ukraine-Krieg. Jetzt muss Habeck etwas zaubern, unser Wirtschaftsminister. Der wird heute einen Plan vorlegen. Wir sehen, dass der Anteil erneuerbarer Energien an der Elektrizität wieder gefallen ist in letzter Zeit. 41,1%. Bei Heating und Cooling sind es 16,5%, beim Transport nur 6,8%. Also diese Dinge müssen nach oben, damit man von russischer Energie unabhängiger sein kann und wird. Es sind nicht selten Grüne, die in den Kommunen verhindern, dass zum Beispiel Windparks gebaut werden etc. etc. Das muss bei der Verwaltung Reformen geben, da muss richtig Druck gemacht werden von oben, wenn man da wirklich vorankommen will, sonst wird das nicht funktionieren. Und übrigens nochmal auch zu dieser Immobilienmarktsituation in den USA habe ich das gezeigt, da stehen schwere Zeiten bevor, in Deutschland auch. Jetzt hat Bundesbankvorstand Würmeling davor gewarnt, Immobilienmarkt wird immer verwundbarer. Preise steigen weiter, die Abhängigkeit der Banken vom Hypothekengeschäft steigt, die Vergabe von Krediten steigt weiter an, obwohl die Käufer immer weniger Eigenkapital mitbringen, so warnt Würmeling. Das Wachstum findet in einem Markt statt, der wegen der steigenden Immobilienpreise immer verwundbarer wird. Also die Leute sind immer stärker gehebelt, haben immer weniger Eigenkapital, weil die Preise so stark steigen. Das riecht so ein bisschen nach dem Hochpunkt, den wir hier gesehen haben in Sachen Immobilien. Hochpunkt der Inflation ist wahrscheinlich noch nicht erreicht, aber sehen wir eine Hyperinflation. Hyperinflation ist eigentlich per Definition 50% pro Monat. Soweit sind noch nicht mal die Türken unter Erdogan. Aber wir haben eine Notenbank, die nach wie vor irgendwie ziemlich viel Unsinn redet. Hier Wunsch von der EZB, ja, wir haben unser Inflationsziel erreicht. Super, gell, kaum haben wir 350% Inflation, schon hat die EZB ihr Inflationsziel erreicht. Ja, und wir könnten am Jahresende dann auch bei den negativen Einlagezinsen, damit könnten wir dann fertig sein und wir könnten langfristig die Zinsen auf 1,5-2% anheben. Das ist eine Witznummer, wenn Sie wissen wollen, wie es zur Hyperinflation gekommen ist vor 100 Jahren und warum es Parallelen gibt oder wo Parallelen, mögliche Parallelen sind, dann empfehle ich diesen Artikel Hyperinflation im Deutschen Reich, Parallelen zur Inflation heute. Erster Hinweis, zweiter Hinweis, Goldpreis, liegen die Risiken jetzt auf der Unterseite, vor allem angesichts einer solch hawkischen Fed wie die Aussagen von Lael Brainard gestern zeigen. Also zwei Artikel, die ich Ihnen unten unter dem Video verlinke. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Tag. Sag Servus und ciao.